Willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom 8-Bit-Computer. Weiter geht's hier mit dem Aufbau. Und vorher habe ich eine kleine Änderung zu besprechen. Und zwar für unsere Clock hier. Und zwar habe ich da zwei Knöpfe vertauscht, nämlich einmal CS und einmal Step. Das ist insofern wichtig, dass wir, auch wenn das Programm fertig ist, quasi noch weitergehen können. Vorher war CS hier unten und sobald der Computer quasi fertig war mit dem Programm, hat er sich selber quasi aufgehangen, hat sich selber gestoppt und man kann es quasi dann nicht mehr zurücksetzen. Also es gibt quasi keine Möglichkeit mehr, das Programm mit anderen Werten nochmal neu zu starten, sondern man musste dann eben das gesamte Programm neu schreiben. Ich weiß, ihr wisst davon jetzt noch nichts, aber ich habe das schon ausgetestet, daher ja. Gibt es hier diese Änderung, also ich habe jetzt hier Step nach unten gepackt und CS nach oben. Das heißt, selbst wenn der Computer sagt, ich bin fertig, kann man noch einen Schritt weiter gehen, quasi neue Daten eingeben, den Programmzähler zurücksetzen und dann eben von vorne starten. Das ist hier die Änderung, die ich vorgenommen habe. Und damit gehen wir auch gleich hier zum Computer rein. Und ihr seht, da hat sich nicht sonderlich was verändert, außer hier unten. Da habe ich nochmal zwei Knöpfe hinzugefügt. Vorher hatte ich ja nur einen Knopf für unser RAM. Jetzt habe ich hier noch quasi Programmieren hinzugefügt. Das brauchen wir quasi, wenn wir hier die Knöpfe betätigen, dass wir dann bestimmte Teile, bestimmte Module quasi voreinstellen. Das ist relativ wichtig, das kommt jetzt gleich noch. Dann auf jeden Fall unser RC Store, also für unseren RAM-Controller, wenn wir dann hier die 5 Adressbits nutzen, damit wir die Adresse einspeichern können und dann eben eine bestimmte RAM-Position abspeichern können. Und dann haben wir eben unser RAM-Store, das speichert dann eben hier die Daten, die wir hier eingeben, einfach ab. Und ja, wie eben erwähnt, ich habe das hier auch schon getauscht, also ich habe jetzt das Programm laufen lassen aus Versehen. Wir schließen das einfach nochmal kurz, öffnen es nochmal neu. So. Und jetzt machen wir Folgendes. Ich nehme als allererstes hier eine kleine Änderung vor an unserem Programmzähler. Nämlich werde ich da ein weiteres OR-Gate hinzufügen. Und zwar machen wir einfach mal beide Eingaben erstmal weg. Und zwar die Eingaben kamen von hier drüben. Nämlich beide Male, wo quasi unser Programmzähler etwas abspeichern sollte. Moment hier, ZI, BROZI und BROZI. Das waren die beiden, einmal für unseren Sprung und einmal für unseren Negativsprung. Die brauchen wir nämlich beide. Und die kommen dann hier in den zweiten Eingang vom OR-Gate rein. Ich schalte das auch mal kurz um, weil das dann ein bisschen weniger laggt. Und dann nehmen wir das hier. Und dann sagen wir tatsächlich hier bei unserem Programmieren, dass das, wenn wir den Knopf drücken, dass es immer abspeichern soll. Denn wenn wir eine bestimmte Stelle im Code quasi anschreiben wollen, dann brauchen wir das auf jeden Fall. Zusätzlich eine weitere Änderung ist das hier. Ich weiß, es ist ziemlich radikal, dass ich hier einfach alle 5 Eingaben lösche. Jetzt nutzen wir etwas Folgendes, nämlich ein 8a und b, also quasi ein AND-Gate quasi mit 8 ANDs drin und jede zweite Eingabe ist quasi mit einem b gekoppelt. Ich denke mal, ich zeige es euch gleich nochmal. Jedenfalls, wir verbinden hier einfach sämtliche Eingaben, also von 0 bis 7 einmal durch. Genau so. Und das verschieben wir hier oben hin, verbinden dann die entsprechenden Sachen, also 7 mit 4, 6 mit 3, 5 mit 2, 4 mit 1 und 3 mit 0. Und das hier brauchen wir im Grunde, um unseren Programmzähler zurückzusetzen. Das heißt quasi, wenn wir hier sagen, B soll an sein, das heißt normalerweise, wenn wir das Programm laufen lassen, muss B an sein, dann gehen hier die Eingaben oder die Ausgaben einfach durch. Was auch immer auf dem Bus steht, geht da einfach weiter.
Wir wollen es aber auch blockieren können. Und das machen wir einfach mit einem Not-Gate und unserem Programm-Knopf quasi hier unten. Das heißt, jedes Mal, wenn wir sagen, wir wollen programmieren, dann sollen die Eingaben zu unserem Programmzähler quasi gestoppt werden und es soll die Daten abspeichern, die wir es dann füttern. Genau. Dann eine weitere Änderung, um den Programmzähler zurückzusetzen, brauchen wir hier ein weiteres OR-Gate, nämlich für die Clock. Das machen wir so und das verbinden wir einfach mit der Clock. Jetzt nehmen wir einen weiteren Knopf, einen Pulsknopf hier. Und da schreiben wir jetzt Folgendes drauf, nämlich Tastatur, danke, nämlich Reset. Ja, das heißt, wenn wir hier im Programmiermodus sind, quasi wenn der Knopf aktiviert ist, dann gibt es quasi keine Werte, egal was auf dem Bus steht. Der Programmzähler bekommt keine Werte, weil hier quasi die Daten nicht mehr durchgehen können. Gleichzeitig soll gesagt werden, es soll abgespeichert werden. Wenn wir dann auf Speichern drücken, beziehungsweise auf Clock, dann wird automatisch 0 abgespeichert. Somit setzen wir quasi den Programmzähler zurück. So können wir dann eben auch das Programm neu starten. Okay, soviel zum Programmzähler. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit unserem RAM an. Und da werden wir wieder ein 8a und b benötigen. Denn ähnlich wie davor, wir wollen, wenn wir programmieren, wollen wir natürlich blockieren, dass es nichts vom RAM liest, wenn wir Sachen abspeichern wollen. Sondern stattdessen soll es eben nur die Daten nehmen, die wir ihm geben. Ich schaue mal kurz, wo haben wir hier unser RCI. Wir haben zweimal ganz oben die ersten beiden Befehle. Da haben wir ein RCI, ansonsten eben nicht. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall zwei OR-Gates, weil ähnlich wie davor, wir müssen es halt zurücksetzen können. So, also zwei Stück. Und dann nehmen wir auch erstmal hier die Daten raus. Also wieder von 0 bis 7 durch. Einfach einmal quer hoch. Einmal quer rüber. So. Dann sollten die alle richtig verbunden sein. Ja, sieht gut aus. Dann wieder hier mit dem B. Da machen wir dasselbe. Ja. Also wir erlauben es nur, wenn unser Computer quasi läuft. Und nicht, wenn es programmiert werden soll. Dementsprechend ist hier B aus. Ich denke mal, wir können das vielleicht noch ein bisschen nach hinten schieben. So. Dann kommt jetzt endlich unser Programmzähler ran. Nicht unser Programmzähler, sondern unser RAM-Controller. Wo ist das? Da, RAM-Controller. Sehr schön. Da packen wir wieder das rein, das rein, das rein. Nein, tatsächlich nicht. Wie beim Programmzähler müssen wir von unten nach oben arbeiten, also 7, 6, 5, 4, 3, so. Verschieben wir das mal, dass es etwa auf derselben Höhe ist. Ähnlich wie beim letzten Mal quasi das Abspeichern machen wir so. Wir verbinden das mit dem RCI, das damit. Das bringen wir hoch zu unserem Befehlsregister, verbinden das eben mit beiden Befehlen, die sagen, dass RCI, also unser RAM-Controller, abspeichern sollen. Verschieben wir das wieder nach unten, einfach hier hin. Und das hier kommt dann eben zu unserem das kommt eben zu unserem Programmieren. Das heißt, wenn wir programmieren, soll es auch automatisch abgespeichert werden. Und die Clock, da brauchen wir wieder ein OR-Gate. Also auch wieder wie davor. Einmal eben, wenn die Clock tatsächlich auf niedrig zu hoch wechselt. Hoch. Ich meinte von hier aus, die erste Eingabe kommt von der Clock. Und die zweite Eingabe kommt, wenn wir sagen RCST, also unser RAM-Controller soll es speichern.
Ja, das machen wir dann in die Clock rein. Damit haben wir unseren RAM-Controller fertig verkabelt. Jetzt kommt unser RAM und ihr erinnert euch, ich habe da statt 32 Byte RAM habe ich nur 16 Byte RAM gemacht. Dafür nehmen wir dann eben 2. Jetzt machen wir es mit der Verkabelung. Wir verbinden 0 mit 0, 1 mit 1, 2 mit 2, 3 mit 3 und so weiter und so fort. Ja. Und zwischendurch natürlich immer wieder mal nachprüfen. Also hier haben wir 10 zu 11, genau, dann habe ich einen Fehler gemacht. Dann 11 zu 11, 12 zu 12, 13 zu 13, 14 zu 14 und 15 zu 15. Jetzt gehen wir rüber. Mit 16 beginnen wir unser nächstes RAM quasi. Und ich habe es ja bereits schon erklärt. Ich habe das gemacht, damit ich mir ein bisschen Arbeit ersparen kann. Ich meine, am Ende ist es genau dasselbe. Ja, es speichert trotzdem Daten ab. Und da bleiben nur noch eins übrig. Das heißt, ja, wir haben alles richtig verbunden. Und die müssen wir jetzt mit unserem Bus verbinden. Das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich schiebe es einfach mal hier rüber. So. Und dann wieder die Verbindung. Diese lesen diesmal wirklich komplett vom Bus, weil ich die Daten, die ich speichern möchte, eben direkt auf dem Bus draufsetze. Die Clock. Oh, Mist. Jetzt habe ich die ganze Clock entfernt. Das ist doof. Okay, das mache ich dann eben nach der Folge. Ja, habe ich nicht richtig aufgepasst. Deshalb, Leute, passt auf. Passt auf, wenn ihr was macht. Also, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 und D7. Und dann eben, ja, die Glock macht jetzt wenig Unterschied, ob ich es jetzt hier schon mache, bei der anderen nicht. Gut, dann brauchen wir eben was fürs Speichern und fürs Laden. Und da schauen wir mal kurz nach. Wann haben wir denn das Laden? Wir haben beim zweiten Befehl ein Laden, also für RO haben wir 2, 3, 4. Sieht so aus, als hätten wir viermal eine Ausgabe. Dann machen wir das einfach mal hier unten. 4 oder nee, 3 OR Gates, eben mit 4 Eingaben dann insgesamt. Das führt dann hier zu 2. Das verbinden wir auch gleich mit dem Laden hier und hier. Dann nehmen wir hier die erste Eingabe, gehen nach oben und wählen das da aus. Kann ich auch gleich mitnehmen. Diese Ausgabe dann, wenn A geladen werden soll, ist die zweite. Dann hier die dritte Eingabe ist dann beim Addieren. Und die vierte Eingabe ist dann beim Subtrahieren. Gut, das sieht dann ganz in Ordnung aus. Jetzt haben wir das Speichern. Da zählen wir auch nochmal kurz nach. Und zwar haben wir hier 1. Und das war's. Wir haben tatsächlich nur einmal ein Abspeichern, aber wir brauchen es trotzdem zweimal. Nämlich, wie wenn wir programmieren, wie beim Programmzähler und bei unserem RAM-Controller müssen zwei Befehle quasi haben, um es abzuspeichern. Einmal, wenn wir programmieren wollen, dann soll es bitte auch immer abgespeichert werden. Ja? Oder eben, wenn uns hier oben der Computer sagt, dass es abgespeichert werden soll, hier das AORI, das kommt dann hier rein und auch für die Clock, da brauchen wir noch ein OR Gate. Also wenn wir hier sagen, RAM soll es abspeichern, dann gehen wir tatsächlich, ja, da gehen wir zur Clock. Da entferne ich nochmal die Verbindung, die muss nämlich zweimal gesetzt werden. Und die Ausgabe, die Eingabe kommt dann tatsächlich zur Clock. Und damit haben wir quasi unser RAM Setup so gut wie abgeschlossen. Jetzt müssen wir die nur noch hier rüberschieben.
und vernünftig verbinden. Ich verschiebe die mal direkt nebeneinander, dann sollte da nichts passieren. Also D0 oder ja, D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 und D7. Ist das jetzt alles verbunden? Kann man so überprüfen, sind alle rot markiert? Ja, sie sind es. Und dann kann man das hier schon mal zurückschieben. Und dann verschieben wir das ein bisschen weiter nach oben. So, dass es wieder schön in einer Linie ist. Also wieder D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 und D7. So, einmal nachprüfen. Sehr schön. Und dann sollten wir quasi nur noch eine Bitlänge haben oder eine Wortbreite quasi hier in der Mitte. Genau hier. Und die ist dann eben für unser A-Register. Es hat dann doch deutlich länger gedauert, als ich gedacht habe. Daher, ja, ein dritter Teil wird nächste Woche rauskommen. Ja, also eigentlich hatte ich vor, in zwei Folgen das zu machen. Jetzt sind es doch drei geworden. Aber an sich nicht allzu schlimm. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.